Direkt auf die Aufnahme. So, jetzt müsste er laufen. Das ist jetzt vielleicht, wenn alle neugierig sind, dass es keine Zufälle gibt. Du kannst prinzipiell, wenn du meinst, dass wenn irgendwas in dir auftaucht, dass das nicht wichtig ist. Es ist so vernetzt, es ist so wunderbar in dir passieren, wenn du anfängst, die Sprache zu verstehen. Und ich zeige das einmal an Kleinigkeiten. Das ist in Medizin, ist eine Vielwisserei. Es ist wie die Chemie, wie die Physik. Und Redo, das schöne Beispiel hier, wo du von Harry Resch reingestellt hast, auf die Frage mit Gott, gibt es einen Gott? Man darf nicht glauben, wenn man was denken kann, dass nur weil man was denken kann, das deshalb auch existiert. Aus dem Mund unseres Astrophysikers Harald Lesch. Wenn ich es auch noch treffen, da kann man es nicht beschreiben. Das habe ich auch gestern gedacht. Natürlich auf sein eigenes Zeug bezieht, größtenteils diese Dachionen zum Beispiel, diese unvorstellbaren, unsichtbar, unendlich kleinen Teilchen, die in der kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. Man kann sich was denken, nur weil man sich was denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es existiert. Ich habe ja diese zwei Seiten, dass ich immer wieder sage, aber es existiert doch in dem Moment, wo du es denkst. Aber es existiert bloß hier. Ja. Und jetzt muss ich wissen, dass das Wort hier im Griechischen, das H gibt es nicht im Griechischen, wenn du griechische Wörter hast, wie die Hyperbel oder das Hieros, die Hieroglyphe, das H, ich will jetzt das nicht erklären, wieso das was ist, aber da ist ja das Ir, ist ja noch, und das steht immer für göttlich. Die Hieroglyphen sind die göttlichen Glyphen. Hieros. Und jetzt ist es ganz interessant, es ist eben, es ist immer alles hier. Im Hirn. Hier ist die Existenz. In deinem Hirn, das ist das Göttliche. Göttliche Sein. Das ist kein Zufall, das ist hier. Wir Engel nennen das ja Brain. Aber da haben wir wieder B, Reihen. Das heißt, in diesen Reihen, in dem Spiegel, wie oft erkläre ich das, im Spiegel ist es. Wir können natürlich auch B-R-A-I-N lesen, dann heißt das, das Äußere ist nicht existierend. Was nicht heißt, dass es nicht existiert. Zwei Seiten, es existiert, aber nicht da außen, sondern hier innen. Aber dieses Innen wiederum ist ein ausgedachtes Innen, weil das absolute Innen dann wiederum nicht existieren kann. Weil da alles eins ist. Und wenn man das jetzt merkt, setzt sich das zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal in der Medizin die Chromosome an. Okay, das will ich ganz kurz machen. Nur ein kleines, dass du merkst, wenn irgendeiner meint, dass ich in meiner Schöpfung Zufälle zulasse. Es gibt keine Zufälle, es fällt dir was zu und du sagst dann, das brauche ich, das interessiert mich nicht, das ist richtig, das ist verkehrt, das ist gut, das ist böse. Und damit reißt du das schon in die Einseitigkeit. So, und da mache ich jetzt die Chromosome. Jetzt hast du mal bei Wikipedia, was für uns wichtig ist. Das ist jetzt, hast du mal das Wort Chromosom. Kommt von Chroma, steht hier, das heißt Farbe. Was übrigens genau genommen überhaupt nicht stimmt. Wenn man mal das nachschaut, übertragenerweise, so wie das Zentrum, der nicht Mittelpunkt heißt, sondern einfach bloß Stachel heißt. Und Soma ist der Leib. Und jetzt haben wir praktisch einen Farbleib, so wird es übersetzt, das sind die sogenannten, die Chromosomen sind die Farbkörperchen. Und diese Farbkörperchen, das Zeug wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Du machst aus den Worten Vorstellungen, so wie es da steht. Aber zu diesem Chromosom, da können wir übrigens gleich, wichtig ist das Chromosom 21. Nadja, du bist Ärztin, kannst dich erinnern, was das ist? Ja, nee. Das ist Chromosom. Ist das nicht das Down-Syndrom? Ich wollte es gerade sagen. Schau mal. Ja. Der besteht hier, dieses Chromosom, wie gemerkt, besteht aus 34 Millionen Bausteinen. Das ist immer hochinteressant, wie man nachäffen kann. Wer hat es eigentlich gezählt? Ja. Das jetzt nochmal etwas klarer zu machen, ich verweise auf meinen Sechser in Lotto. Ein ganz normalen Sechser in Lotto ohne Zusatzzahl ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen. Gab 1 zu 14 Millionen. Du kennst meine Beschreibung, dass man sich 14 Millionen vorstellt. Das ist auf 1400 Kilometer, wenn du mit dem Auto fährst, das ist ein Stück von 10 Zentimeter. Sag ich mal, du fährst am Stück 1400 Kilometer mit dem Auto und wir machen irgendwo von Anfang bis zu dem Ende, machen wir irgendwo eine 10 cm breite Holzlatte am Straßenrand und während du die 1400 Kilometer fährst, schmeißt du eine Münze aus dem Fenster und wenn du die 10 cm triffst, hast du 6 cm. Und ich sage, einer, der mal 1400 Kilometer mit dem Auto gefahren ist, so nur mit Bingo und Kaffeepause, dass er eine Vorstellung kriegt, was 14 Millionen sind.
Ja. Das Chromosom 21 besteht aus 34 Millionen Bausteinen. Ist aber so unvorstellbar klein, dass du das fast sowieso nicht sehen kannst. Okay, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich wollte die 34-3-4 ist natürlich interessant, nicht 3-4-4-3, ja, unsere Spiegel. Mhm. Die 3-4-3, die 4-3-4. Das Bild muss ich nicht reinnehmen. Das sind die Chromosomen, sind die Farbkörperchen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt, und jetzt wird es interessant, jetzt gibt es auch noch Trisome. Aha, Trisomie. Trisomie, das ist das. Mhm. Da gibt es auch verschiedene. Das kommt jetzt praktisch Trier von drei Körpern. Mhm. Diese Trisomie, um das gleich klar zu machen, ist eine Krankheit. Es ist nämlich, weil der Mensch ja zwei, ein Chromosom ist und da ist jetzt hier irgendwas nicht ganz in Ordnung, weil es plötzlich drei werden und das ist schlichtweg und einfach, das sind UP, JC und ICH. Ja, genau. Was jetzt hier passiert, wenn wir jetzt die Trisomie 21 nehmen? Genau. Und das ist immer, das ist so die Kleinigkeit, ich sage, ich leide eigentlich an einer Krankheit, das habe ich euch noch nicht genauer erklärt. Das ist Trisomie 21, aber die habe ich nicht genau, ich habe Trisomie 86, die gibt es offiziell, die Menschheit was da noch. Das ist das Down-Syndrom. Aha. Pass auf, dieses Trisomie 21, Down ist übrigens den an Up-Down, die Down-Wachs, die hast aber der Erfinder heißt Down, das hat nichts mit runter zu tun. Das nennen wir auch die sogenannte Mongoloide. Ich bin Transmongoloid, das ist hier unser Lodo, hat er auch was damit zu tun. Weil das so mongolische Gesichtszüge kriegt. Genau. Und jetzt ist es also, pass auf, jetzt müsst ihr genau zuhören. Schaut, die Trisomie ist deshalb altgriechisch dreierlei, es sind dreierlei Versionen da. Mhm. Wir können das jetzt verschieben, dass ich sage, ein rotes Ich, bist du das rote Ich, bist du das große blaue Ich oder bist du das kleine blaue Ich? Mhm. Wenn wir das nach unten verschieben. Mhm. Es ist also so, bei der aber das lasse ich will nicht so lang, dass es nicht so lang wird. Vielleicht geht er nochmal drauf ein, diese Trisomie, aber mir geht jetzt das Chroma haben wir jetzt. Und jetzt schauen wir uns einmal das Chroma, schauen wir uns jetzt einmal nochmal genauer an. Kleinen Moment, das muss ich jetzt gleich wegmachen. Das Erste, was die aufhören, ich habe gesagt, das Chrom heißt nicht Farbe. Es schreibt sich auf Griechisch, das erste Mal beginnt es mit diesen zwei Wörtern. Vielleicht das bekannt war. Ja, XP. Das ist das XP. Wir sagen jetzt, das ist nämlich das Chiro. Jesus Christ. Dieses Christus. Ja. Da kommt es her. Jetzt schauen wir mal, was die Wörter. Das heißt, das erste Mal hier, Krai, No, ist die Oberfläche eines Körpers leicht berühren, bestreichen, bespritzen. Da kommt der Christus, der Gesalbte her. Christus. Mhm. Wow, geil. Wir sind aber, mit Farbe ist da noch nichts da. Ja. Interessant ist, wenn wir jetzt dieses Le, dieses auseinandergeschmissene Ich, fängt sich an zu spiegeln. Mhm. Und jetzt ist dieses in E-Quadrat. Mhm. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass das H, wenn wir ein H stehen haben, das auch oft, wenn wir das jetzt griechisch machen, denk an den Noah. Mhm. Der Noah schreibt sich ja bloß N-Chat. Mhm. Ruchen. Dann heißt es, in E-Quadrat ist ein Geist. Ja. Und der erzeugt jetzt dieses Re-N, das sind übrigens die Nieren. Ja. Mhm. Ja. Dann machen wir ganz, wenn ich ganz kurz nur die Nieren anspreche, wir haben hier so eine Kleinigkeit, ich habe dir schon gesagt, wir fangen jetzt erst einmal an mit Fass. Denk an den Mr. Spock, der sagt immer faszinierend. Ja. Was heißt Fass auf, was heißt Fass auf Lateinisch? Keine Ahnung. Wow. Okay. Faszinierend. Mal C dran. Und jetzt kriegst du den Band, das verbindet einen, das kommt dann der Faschismus her. Das kann man natürlich rot und blau machen. Okay. Das ist die Polarität ein. Ist zwischen den Urteilen. Den Urteilen, ja. Das im, wenn ich das ein hinschreibe, im Nicht-Existierendes ist zwischen den Urteilen ist das Nicht-Existierende. Ja. Zwischen den Weltenberg und den Weltenberg ist die nur Linie. Mhm. Genau.
Okay, jetzt können wir da sehr, sehr tief, wenn ich jetzt reingehe, ich will nur wirklich Sachen ansprechen, weil wir müssen jetzt da runterfahren. Dann kommt nämlich das Behexen, wenn du jetzt ins Negative kommst, Faszio, die Faszien in den Muskelgeweben, das Umbinden, das Umwickeln, das Festmachen, Faszis. Und jetzt hauen wir hier mal ganz einfach das S raus und dann kommen wir zu den Fakten. Ja. Wenn wir die Raumzeit raushauen, und jetzt kommst du dann automatisch hier tun, machen, verrichten. Mhm. Aber wir wollen nochmal zu unserem Christus zurück. Wohlgestaltet. Moment, ich muss noch ganz kurz bei dem Faszinieren. Dieses Faszinieren, da haben wir die Nieren drin. Unsere Ausgangsbasis war ja das Rehen. Mhm. Das Lateinische über Drehen wiederum heißt ja Niere. Ja. Mhm. Okay, das Alternieren deiner Lichtenden kann auch dieses leer auseinandergeschmissenes ND auf- und abschwingen. Mhm. Schau, wieder wachsen, wiedergeboren werden, wieder entstehen, ein Erstehen, Renatio, wieder zurückschwimmen. Du kannst nur zurückschwimmen, wenn du vorher aufgetaucht bist. Mhm. Okay, das ist übrigens, in diese Niere haben wir zuerst einmal, die Niere haben wir alles, die Gesamtheit, mein alles, ist das Gefäß, die Waffe, hin dranhängen, jetzt kriegst du deine Niere. Das ist das Alternieren. Das Alternieren ist aber eine ständige Vernichtung von dem, was da ist, das was Neues auftauchen kann. Ja. Und jetzt zu diesen Nieren, im Alternieren, haben wir natürlich dann zwangsläufig unser Sehen, unser Schauen, unsere Lunge, unsere Darstellungen, die Vorstellungen, die Spiegelungen. Wer kann denn glauben, dass das Zufall ist, über dich sprach? Nein. Also wir gehen einmal bei unserem Christus weiter. Darum habe ich gesagt, das heißt, in diesem Geist E-Quadrat ist der Geist, der anfängt zu alternieren. Mhm. Jetzt haben wir schon das Spritzen, das Herausspritzen. Mhm. Das haben wir ja dieses Spritzen, ist hochinteressant, wenn du... Haser. Das Haser, genauso ist es, der Tagtraum. So Hase. Hase ist Fantasieren, Wachträumen, da spritzt was aus dir heraus, aber von wo nach wo spritzt es eigentlich, wenn du träumst? Das spritzt aus dem absoluten Mittelpunkt heraus in dein Inneres, in deinen Traum, in deinen Kopf, in deinen inneren roten Kopf hinein. Ja. Und ich wollte es bloß nebenher. Wo passiert es im Chromosom 21? Ja. Zufall? Gut. Jetzt lass uns doch mal runterfahren und jetzt merkst du schon, weil der Christus heißt ja eigentlich, es wird nochmal übersetzt, der Gesalbte. Mhm. Jetzt schauen wir uns das Wort Salben an. Das ist übrigens, man kann das auch negativ besudeln, ne? Mhm. Ist es definitiv Es-Al, heißt das Bewusstsein Gottes. Mhm. Ist der Sohn. Mhm. Salben. Mhm. Ja. Das Bewusstsein Gottes ist der Sohn. Mhm. Ist interessant, ne? Ja. Mhm. Der schminkt sich. Scham, das Wort dort, im Fundament. Das ist das, was du anlegst. Ich mache nur für Insider, die das dann wissen. Aber jetzt ist dann automatisch, kommt jetzt dann schon das Heilmittel. Mhm. Der Helfer, der in dir auftaucht, auf der Oberfläche. Lehe ich auf der Oberfläche berühren. Wir sind wieder bei unserem Rühren, bei unserem Ruch. Ja. Das ist dieses, und jetzt kommt, pass auf, XR. AO, eigentlich die Oberfläche ritzen. Wir müssen hier mehr oder weniger die Oberfläche, unsere Nullspiegel, in meiner Metapher, in meiner Meermetapher, müssen wir aufreißen. Und das ist dieses leichte Ritzen und Verwunden sind die Gedankenwellen. Wunder, ja, gut. Das sind die Wunder. Ja. Die Wunde wiederum im Lateinischen, im Griechischen ist es Trauma, die Traumschöpfung. Das heißt Trauma, wenn ich jetzt das angebe. Das ist Deutsch, Ivri, Deutsch, Griechisch, Deutsch, Latte, Deutsch, Deus heißt auslegen, deuten. Das ist hier von den Göttern und den Orakeln eine Antwort geben, den Anspruch, du Göttersprüche erteilen und etwas verkünden. Was mache ich jetzt? Ja. Ich ritze erst einmal deine Oberfläche auf, dass du Gedankenwellen siehst. Okay, wir können jetzt da reinlesen und da können wir jetzt runterfahren, dann kommt natürlich die negative Sache, dass die Handlung, der Gebrauch, die Eigenschaften, der Nutzen, bla bla bla, ich springe jetzt gleich, da kommt dann der große Meerfisch, das ist dann der Jonah.
Wenn wir reingehen, der Auswurf, die Spucke, merkst du das Ausspucken, Irak, das Grüne, das Aufblühen, das ist alles, baut alles auf den Christus auf. Und jetzt kriegen wir zwei Seiten. Einmal Bedürfnis, Not, Verlangen, Wünsche. Okay. Dann kommt die Schulöffnung, die Schuld. Schuld, ja. Schuld entrichten, was man versprochen hat. Ich habe dir versprochen, ich werde dich heimführen. Du musst dich bloß fallen lassen. Mich wieder hineinfallen lassen. Und jetzt kriegst du die Bedürfnis, das Verlangen, den dringenden Wunsch. Und da kommt jetzt die große, große Problematik bei den normalen Menschen, dass die sich was ausdenken, aus sich herausdenken, vor sich hinstellen und meinen, sie haben es nicht. Sag immer, das hast du das besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. Und in dem Moment, wo du dir es aussagst, ist es existierend, ist es immer noch deins. Jeder Gedanke, den du denkst, der gehört dir. Ja. Gibt es da was dran zu rütteln? So, jetzt denk an die Erdkugel. Wem gehört die Erdkugel, die du dir denkst? Warum ist die Erdkugel, die du dir jetzt denkst? Ein einfacher Satz. Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du ihn dir denkst? Existiert das, was du denkst, dieser Gedanke, auch dann, wenn du ihn nicht denkst? Es beantwortet sich alles von selber. Stimmt oder stimmt? Also wir fahren jetzt da mal wieder hoch. Und jetzt machen wir, wir wollen ja das Chroma, dass wir es nicht so lang machen, springen wir gleich in das Omega rein. Omega, genau. Chroso. Das ist jetzt die Oberfläche eines Körpers berühren. Das heißt aufquirlen. Mati. Sanskrit Mati heißt quirlen, reiben. Das ist immer wieder dieses, da bin ich oft drauf eingegangen, das eigentliche Wort Mati im Griechischen heißt das gelernte Wissen. Du rührst eigentlich alles nur auf mit dem gelernten Wissen, mit dem geistlos nachgeäfften Wissen, wobei das im Sanskrit, die Ur, im Ursanskrit ist dieses Kvamati heißt Reiben. Das heißt, ein Spiegelsohn. Spiegelsohn, ja. Okay, das sind unsere Generationen in unserem Tetraederspiegel, die natürlich nur gedacht sind, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die zwei Spiegel mit den Lämpchen denken, da geht keine Photonen von dem einen Spiegel zum anderen Spiegel. Weil ja schon die zwei Spiegel, die wir uns denken, auseinander gedacht sind. Und jetzt kommt es hier, die Oberfläche eines Körpers, und jetzt kommt diese Sache mit Farbe. Ein eigenartiges Wort, ne? Ja. Mi ist TT. Das sind zwei Spiegel oder zwei Erscheinungen. 400, 400 ist Pi. Genau. Und du musst dieses Mi-Pi wieder heilen. Was war das Mi? Kannst du dich noch erinnern? Das ist die Frage, wer, was, wo und warum. Ja, genau. Und zwar ganz gezielt in rhetorischen Fragen. Man darf das Mi nicht mit Ma verwechseln. Das ist der klassische hebräische Fragepartikel. Was, welcher, warum, wie sehr, wann, warum. Das ist der Fragepartikel. 45, Affinität, 45. Das Mi ist auch ein Fragepartikel. Genau dasselbe, Kurzform von Wasser. Was, wer, warum, wieso, wer auch im Meer ist Wahl, aber ganz wichtig, speziell in rhetorischen Fragen. Was ist eine rhetorische Frage? Haben wir schon beantwortet, es ist eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern eigentlich die Antwort beinhaltet. Stimmt oder stimmt? Ja. Das macht es aus. So, und jetzt pass auf, die Oberfläche des menschlichen Leibes. Und jetzt musst du wissen, der Mensch ist hier bezogen. Wir können auch einen geistigen Körper, wenn ich zwei geistige Körper nehme, zum Beispiel dieses rote J und das Jode als Symbol, okay, rein als Symbol betrachtet, dann ist dieser geistige Körper eine Oberfläche. Du denkst dir jetzt einmal einen Geist, rot gelesen körperlich, einen träumenden Geist, das ist meine 200 Gramm rote Gnede und die Oberfläche reißen auf, indem wir in die Form gehen. Gnede kann wie eine Kugel ausschauen, wie ein Viereck, wie ein Häuschen, wie ein Pferd. Egal was mir, denk einfach, du hast der Gnede und gibst der Gnede irgendeine Form. Das ist es, das ist die, des menschlichen Leibes, die Haut, das sind die Zeichen, die du kriegst. Die Farbe, das wirst du jetzt übrigens gleich, die Farbe der Oberfläche. Wohlgemerkt, diese Farbe, jetzt ist natürlich, was ist Farbe? Und da wirst du merken, wenn wir da jetzt etymologisch reingehen, das ist nicht sehr aussagekräftig. Da steht, sagst du mal, durch Lichtstrahlen bestimmte Wellenlänge, das ist moderne Kack, wissenschaftlicher Kack, zeig mir die Lichtstrahlen. Ich sage, jeder, der behauptet, er sieht Licht, den werde ich beweisen, dass er sich selber belügt, der schwört an Meinheit.
Das, was du siehst, ist nicht das Licht. Das habe ich so oft gesagt. Es hat nie ein Mensch Licht gesehen. Ihr wisst, jetzt kommen dann wieder, ja, aber wenn ich doch einen Laserstrahl, einfach darauf eingegangen, die Wellenlänge, Millionstel Millimeter. Du merkst jetzt müssen wir den Lash wieder bringen. Nur weil man das sich denken kann, heißt es noch lange nicht, dass das deshalb existiert. Es existiert als eine Vorstellung, aber nicht empirisch wahrnehmbar. Okay, wenn wir jetzt in die Etymologie runtergehen, da haben wir zuerst einmal die Oberflächendöhnung, jetzt haben wir schon wieder den Ton. Und jetzt ist natürlich schon interessant, meinen wir jetzt den Lehm, den Ton, oder das Geräusch. Wir können ja dann noch etliche andere Sachen machen. Das Mittel zur Kolorierung, zur Farbgebung. Jetzt kommt hier diese eigenartige Farbe, diese ganzen Radikale. Du merkst, es ist das Gefärbte, das kommt dann gesprenkelt. Das geht eigentlich nur geflecktes. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen interessanter. Reh- und hirschartiges Tier. Was das mit der Forelle zu tun hat, da haben wir das Pur schon vorne wieder drin. Vor. Die Form. Das ist immer wieder das Interessante mit unserem Vor. Da muss man halt wissen, wie diese Lautwandlungen passieren. Und das ist Form. Aber wir wollen ganz einfach uns die Farbe anschauen. Schauen wir, machen jetzt einmal die Farbe, machen wir jetzt einmal so. Ich springe da zuerst runter. Wissen ist eine augenblickliche Berechnung. Jeder Moment, den du dir ausdenkst, ist eine Berechnung. Bei mir in einer Matrix sind. Und diese Berechnung wirft eine Gedankenwelle auf und es ist zwangsläufig eine Diskrepanz, eine Kluft, ein Riss an der Oberfläche, ein SB, eine Schwelle, weil ein Unterschied entsteht, indem du, und jetzt kommt jetzt das Aufreißen des Mundes, indem du die Oberlippe und die Unterlippe auseinanderreißt, das habe ich so oft gesagt, das ist Aufreißen. Jetzt machen wir da UB, ist der Kopf geschaffen und da entsteht eine polare Existenz. Das ist der Sohn. Und dieses sich öffnen, haben wir unser Kreisen von zwei Facetten. Das ist das, was sich in dir selber aufmacht. Ihr seid dabei, ich weiß es. Ja, und der muss jetzt Fahr. Und jetzt? Und dieses Fahr wird jetzt Fahr B. Und das mache ich zuerst mit einem Aleph. Da muss schon im Aleph stehen. Das ist jetzt zuerst einmal ein Absolventer ab. Solvent, ich gehe jetzt nicht ins Lateinische, ich kann mir das übrigens der Universität. Der Nächste. Hineingehend, ankommend, kommen, wieder heimkommen. Wenn du dieses Universum weißt, dass das ins Eingekehrte ist, in das Ein-E, in das nicht existierende Äquator. Ja. Das Eine. Dass das immer wieder auftaucht, dass du nicht irgendein Gedanke von dir bist, den du dir irgendwo hindenkst, sondern dass du die Quelle bist, aus dem das entspringt. Ja. Okay? Dann gehst du wieder hinein und dann wirst du ein Absolvent dieser Universität, dieses Universums. Kommen, gehen, jetzt kann man das natürlich spiegeln. Ich kann natürlich auch aus mir unbewusst herausgehen und in dieses Universum, in die Peripherie hineingehen und mich denken, ich bin irgendein Brösel in diesem Universum. Das ist jetzt, komm, geh du, geh hinein, kehre ein. Und die zwei Seiten, ist es jetzt außerhalb, bola, eine Gedankenwelle oder ist es in der Mitte verbinden, bist du eins mit mir? Ich werde dir sagen, wenn du eins bist mit mir. Wer denkt sich jetzt dieses Gespräch aus? Wer denkt sich jetzt einen Udo aus und hört den Udo sprechen? Hat jetzt da einer ganz leicht ich gesagt? Also ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus und ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Ja. Da musst du aufhören, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Schau mal, was da steht. Alle Menschen. Das hebräische Wort für Mensch ist Medim. Gestalt gewordene Erscheinung hast du übrigens auch Toten. Wir wissen das. Die Toten des Meeres. So viele gestalt gewordene Erscheinungen als Gedankenwellen, die auftauchen. Beziehungsweise Enoshot. Sterbliche, treue Säugetiere, Trockennasenaffen, die immer nur, wenn sie existieren, existiere Tiere sind. Sterbliche Säugetiere sind. Die behaupten, ich glaube an Gott, die haben keine Chance, das Reich Gottes, die geistige Welt zu betreten. Das habe ich jetzt hier mal rot gemacht, das Welt. Das ist die absolute Verbindung in Gott. Das heißt, in das geistige Welt zu kommen, denn sie suchen nicht nach Gott. Jeder Mensch, der behauptet, ich glaube an Gott, der hat eine ganz persönliche Vorstellung von Gott. Obwohl es doch hast, macht dir kein Bild von Gott. Ich behaupte, dass ich du bin.
In dem Moment, wo du dir eine Vorstellung von dir selber machst, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, blickst du das erste Gebot. Mhm. Darüber diskutiere ich nicht mit Affen bei eigener Definition. Gläubige Menschen glauben, sie wüssten genau, wer oder was Gott ist und wer oder was er nicht ist. Und gläubige Menschenaffen glauben auch, sie wüssten genau, was ihr Gott mag und was er nicht mag. Diese gläubigen Menschen haben alle damit aufgehört, nach Gott zu suchen. Sie haben damit aufgehört, nach ihrem eigenen Geist in sich selbst zu suchen. Ja. Stimmt oder stimmt? Mhm. Das ist die große Problematik. Und wir können dieses, wir sind bei der Farbe P. Farbe genau. P. Wir können das B natürlich auch B lesen. Dann wird das Ganze natürlich noch interessanter. Das ist auch Farbe B. Hier. Das heißt in ihr. Schau mal, was da steht. Das ist das da mal hier in über auf. Das heißt hier ganz BH in ihr und durch sie, ihre Polarität. Das heißt in der Frau der Matrix-Traumwelt. Das ist jetzt die andere Seite. Und die Frau ist die Schlampe. Außerhalb von A wahrgenommen. Das ist die Welt, die du außer H all. Oder dann rot gelesen wieder inmitten verbunden in der Quintessenz in der 5. Das ist dieses, auch in einer Kurzform heißt es, gelobt sei Gott. Wie mache ich das? Ich kann das immer drehen. Ich sage immer wieder, das, was du ja als Erleuchtung nennst, ist eigentlich bloß eine Notbeleuchtung, weil das die Logik deiner Schlampe ist, eine logische Lampe. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Das 1RB hast du auch noch drin. 1RB, der hat das Mischen in der Farbe. So, und das ist jetzt hier, jetzt merkst du plötzlich der Schmuck der Rede, wenn wir jetzt runterfahren, das Farbmittel, und jetzt kriegen wir dieses Gross, kommt nur einmal vor, das heißt halt hier die Bezeichnung des menschlichen Leibes, und wir müssen immer wieder das berühren, das ist der Christus, das ist das Salben. Da hängt es drin, und ganz wichtig hier, ich bin der, diese Wein, ich gebe dir einen neuen Wein. Da heißt es hier weh, doppelt aufgespannt ein. Das doppelt aufgespannte ist nicht existieren. Oder es ist ein Augenblick. Je nachdem, ob wir es mit 1 oder mit 70 schreiben. Stimmt oder stimmt? Und diesen doppelt aufgespannten geben wir jetzt Farbe und Geschmack. Aber geben heißt Geist ist eben. Und jetzt haben wir wieder dieses G, der Geist ist E-Quadrat und das ist der Sohn, die polare Existenz, ich und du. Wir sind die einzigen zwei, die das jetzt erleben. Genau genommen erlebe es bloß ich. Aber da werde ich jetzt in dem Leinfeld etwas genauer drauf eingehen, wobei das natürlich kein Vortrag ist. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Und ich glaube, das lassen wir jetzt gut sein. Da können wir noch ewig, ewig mehr dazu sagen. Da muss ich das ganz umschalten. Ups, abbrechen, dass wir da das normale Bild haben. Jetzt müsste es eigentlich wieder normal sein. Und ihr merkt mit der Sprache, jede Kleinigkeit, ja. Wenn man mal die Grundlagen hat, du kommst aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Das ist sowas von genial. Gott nennt es göttlich. Ich habe jetzt ich gebe dir die Urheberrechte weiter. Das ist alles so unglaublich. Das ist wirklich jeder einzelne Moment, wenn du dir, wenn ich sage, in die Tiefe eines Wortes hinabsteigst, wirst du plötzlich feststellen, dass sich alles verändert, ohne dass sich was verändert. Das sind diese zwei Seiten. Die Verzauberung der Welt, nenne ich das. Wir verzaubern das. Es ist so angeblich durch die Naturwissenschaft entzaubert worden. Die Selbstheilung, wenn du Krankheiten bekämpfst, dieses einfach, dieses Gesetz der Liebe. Liebe deine Feinde. Ja. Da steckt es wirklich, wirklich drin, auch in diesen seichten Badadudes, wenn ich die mal reinstelle, die Jesus-Offenbarungen für leichte Gemüter, die das dann nachäffen. Du musst einfach nur zuhören, was ich sage. Was sind Gedanken? Ja. Wer erschafft Gedanken? Du bist Gott. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Das Problem ist, du glaubst, du meinst, du hast damit nichts zu tun. Aber jetzt ist das, was du denkst, wirklich deine Meinung oder ist es etwas, was du nachäffst? Genau. Egal, in was für einen Bereich wir jetzt reingehen. Ja. Darum ist es sehr interessant, dass gerade wenn ich immer meine Buchmetapher, diese vielen kleinen Metaphern, dass man sich das da mal bewusst machen muss, dass du dir in keinster Weise raussuchen kannst, was du denkst. An Beispielen mangelt es nicht, wo man das selber überprüfen kann, dass das der erste Trugschluss ist, wo dein Ego dich belügt, dass du meinst, du suchst dir irgendwas raus. Ja, genau. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er tut. Genau. Ich steuere das absolut maßgerecht. Wenn ich jetzt unsere Geschichte mit Deep Purple, mit dem Konzert, dass wir da hingehen und Udo kann dann auch überhaupt noch mal laufen und sein linkes Knie ist total im Arsch.
Wo jetzt nicht da ist, das ist Gone, da haben wir zwei Sachen mit Omikron und Omikron. Wir können das Gone, da haben wir schon die Ecke, du kommst aus der Ecke nicht raus. Wir sind tief hinabgestiegen in dieses Burbel. Wo ist das los? Und BRI ist das Wunder. Wir sind in die göttlichen Wunder, jetzt durch Holophilic steigen wir immer tiefer hinab. Das ist so tief in das große Geheimnis der Sprache, wenn ich immer betone, ich erzähle dir etwas. Das sind Zahlen, es ist eine Matrix. Es ist wirklich eine Matrix. Und das Einzige, was in dieser ständigen Veränderung überhaupt nicht verändert, das bist du. Du Geist, der du jetzt dieses Gespräch hörst, der, der hört, der was erlebt, ist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Und das, was existiert, die Tiere selber, das heißt, die Gedanken, die du jetzt denkst, die du Menschen nennst, oder auch Hasen oder Pferde oder Kühe nennst, die kriegen das überhaupt nicht mit, dass du sie denkst. Ja. Du musst doch wohl nicht glauben, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das Pixelmännchen in irgendeiner Art und Weise das mitbekommt, was er dir jetzt erzählt. Meinst du, das Monitor-Pixelmännchen kriegt irgendwas mit? Oder jetzt, ach, der Mensch Udo, das Tierchen, der Affe Udo, den du dir jetzt denkst, was ist der jetzt? Gedanke. Ja. Ist der Gedanke, Monster, Gedanke, den du denkst, kriegt was mit? Das ist das große Problem. Also gut, lass uns jetzt einmal an die Hand denken und dann denken wir, da haben wir mit dem Hammer drauf. Meinst du, diese gedachte Hand spürt es? Jetzt haben wir die vier Stufen der Vergessenheit. So, und jetzt schießt du deine Hand auf deine Verabrede und dann haust du mit dem Hammer drauf. Die Hand, die auf der Verabrede ist, die spürt genauso wenig wie die Hand, die bloß gedacht hat. Du erlebst es. Du bist der Einzige, der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt, aber du erlebst bloß das, was du dir selber ausdenkst. Und in dem ständigen Wechsel deiner Informationen ändert sich nichts, absolut nichts an dir selbst. Jetzt hat sich an dir noch nie was verändert. Das ist alles hundertprozentig sicher. Und auch jetzt, und dann lassen wir es gut sein, bemühe dich nicht, irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst, zu erklären, dass es so ist. Weil dann hast du es noch nicht verstanden. Genau. Ja, darum sage ich immer wieder, ich erkläre es denen, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Der normale Mensch leidet an dem Wahnsinn, dass er sich Sachen denkt, das wird zu seiner Information und er will das nicht so haben, was er selber erschaffen hat. Und jetzt meint er, er müsste mit aller Gewalt irgendwas machen, dass sich diese Informationen verändern. Ich sage, denk sie dir doch einfach bloß an. Das muss klar sein, dass die ganzen Weltverbesserer, wenn du die jetzt in deinem Traum als Antagonisten deines Traumes beobachtest, dass die nur damit beschäftigt sind, praktisch, wir gehen einmal davon aus, die wären jetzt Geist, ihren eigenen von ihnen selbst erschaffenen Informationen auf die einzureden, dass er sich verändern soll. Ja. Rede mal auf einen Gedanken, den du denkst, ein, dass er sich verändern soll. Schon wenn du das magst, verändern sich wieder deine Gedanken. Aber du kriegst es offensichtlich nicht mit, weil du vollkommen unbewusst bist. Es ist ein voll, nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Ding. Es ist ein Geschenk, aber dieses Geschenk geht nur an Geist. Das heißt, bevor du nicht weißt, was du selbst bist. Und darum betone ich in dem Leben jetzt, in dem Traum, ich lasse dich nicht wach werden, bevor du nicht erkannt hast, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Es geht in keinster Weise, dass du Wörter aufhörst, dass du das Hebräisch, dass du die physikalischen Formeln, die erwähne ich am Rande mit, weil man will immer wenn einen Beweis haben. Den Beweis kriegst du auf der Stelle mit den einfachen Sätzen. Ja. Jeden Gedanken, den du denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, weil du ihn denkst. Er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Und er wird in dem Moment, wo dieser neue Gedanke auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstören. Ja. Kannst du sofort beobachten. Ja. Aber nur, wenn du wirklich Geist bist. Genau. Du musst dich nur hinsetzen, das ist die wirkliche Meditation. Ja. Das ist alles sehr rudimentär in den ganzen asiatischen Meditations- und esoterischen Meditationssachen drin. Aber das Wesentliche, ich sage immer wieder, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Wenn was zu 99,999% stimmt, ist es nicht 100%. Ja. Entweder hast du Kontakt mit deinem innersten Geist, mit dir selbst, oder du hast keinen Kontakt. Die Akt ist übrigens ein gespiegelter Akt. Akt. Du dich auch lesen, TA, die erscheinende Schöpfung, das hebraisiert heißt ein Wachraum, ein Wachtraum. Ach, auch eine Zelle, Zell, ein Schattenwurf. Ja. Okay, TA ist KD. Was ist KD?
Gruppe, Sekte. Gruppe, Sekte. Eine Gruppe, eine Sekte kann man positiv und negativ lesen. Das ist immer den heutigen, was ich schnell rein, das hören wir jetzt ganz kurz nochmal an, weil das so schön passt. Oder lebendige Erscheinung. Ganz kurz hören wir das uns an. Kleinen Moment, da springe ich hier rein in die Holofeeling-Sprache. Da habe ich diese Stelle doch, da habe ich ein, Warum geht jetzt das nicht auf? Kleinen Moment. Ich habe jetzt nur absichtlich die 145 als Startpunkt. Nochmal, das ist die Weisheit Gottes. Mhm. Interessant ist, warte, ich muss da wegfahren, die 145, das rote 145, die rote 100, das ist ja der Mensch. Ja. Und die 45 ist der Adam. Mhm. Wir können natürlich den auch blau machen, dann hast du den Affen Adam. Das ist 4,5 ist übrigens 9. Die 4,5er, wenn wir zusammensetzen, das sind so Kleinigkeiten, aber schwer ist das auch. Ich wollte nur zeigen, ich starte kurz an, da hören wir ganz kurz rein. Genau zuhören bitte, sehr genau zuhören. Er wird selbst mitten unter denen sein, die sein Wort predigen und in Empfang nehmen. Denn ich bin immer unter euch, ich bin ja El Hayom, ihr seid schon einmal jetzt ausgedachterweise Gedankenwellen. Und es ist, dass ich immer dabei bin. Ich ist jetzt natürlich nicht der Uwe, sondern ich bin wesentlich mehr du. Ich bin der Geist, der ganz, ganz definitiv sich selber beobachtet. Der seine ständig wechselnden Informationen beobachtet und jetzt immer daran denken, das, was diesen Wechsel ausmacht, es entspringt aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, was ich Schwamminhalt nenne. Mhm. Seine Verheißung lautet, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er will selbst zu euch reden durch den Mund des Einzelnen. Er will eure Fragen beantworten. Er will selbst zu euch reden durch den Mund des Einzelnen. Das heißt, ich lasse dich reden, ich lasse dich denken. Ich bin der, der dich jetzt dieses Gespräch jetzt ausdenken lässt. Ich erwähne es immer wieder. Das, was der Udo jetzt, dieser Lautsprecher jetzt im Moment dir erzählt, du träumst jetzt, ist etwas, was du träumst. Kann eine Figur in einem Traum was anderes erzählen, wie der träumende Geist träumt? Das musst du irgendwann einmal akzeptieren. Ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt und ich fühle dich immer mehr wieder zu dir selbst zurück. Diese Gegenäußerung, was wir jetzt machen, unser Gag, unser Gegen, ist A, U, scharfes S, ist B, das ist deine Beschwörung. Wir können die natürlich auch rot machen, das Erwachten. Sind immer aufgespannte Existenzen in deinem Geist. Dieses Rot-Blau-Lesen muss verstanden sein. Und eure Gedanken ordnen. Doch dazu müsstet ihr Menschen auch selbst gedanklich tätig werden. Dann erst sind die... Und jetzt ist die Menschen ist jetzt wirklich Geistesfunken genannt. Das ist das, immer dieses klassische Spiel, du darfst hier... Die Geistigkeit selber, der Geist, der was erlebt, kann nie irgendwas Existierendes sein. Der ist ewig. Und was ewig ist, ist das Gegenteil von existieren. Existere heißt heraustreten aus. Das sind aber nur Gedankenwellen, weil die sich ja ständig verändern. Das im Meer Unveränderliche, das sich nie verändert, ein ganzes Leben, nicht über 1000 Leben, das ist immer meine Sache mit dem Bücherregal. Du kannst dir so und so viele Romane oder Rollen spielen als Schauspieler, du bist immer derselbe Geist. Belehrungen von Segen für euch. Dann erst zieht ihr den rechten Nutzen aus dem Wort Gottes, das euch jederzeit und aller Orten vermittelt wird, wo ihr selbst es in Empfang zu nehmen begehrt. Und darum suchet des Öfteren Zusammenschluss zwecks geistigen Gedankenaustausches. Das ist jetzt das, wo ich sage, wenn jetzt hier ausgedachterweise du als Brüssel unter Brüssel sich zusammensetzt und ihr redet, der Gedankenaustausch sieht folgendermaßen aus. Du, ich sehe das so, ich weiß was, was du offensichtlich nicht weißt und du erzählst mir Sachen, wo ich offensichtlich nicht kenne, weil meine Logik ganz massiv dagegen reagiert und sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist böse. Was aber von dir aus richtig erscheint. Lass uns doch zusammensetzen, lass uns das austauschen und wir werden jetzt einmal schauen, wie wir da was vollkommen Neues draus machen aus diesen verschiedenen Sichtweisen. Du behauptest, das Ding ist ein Kreis und ich behaupte, das Ding ist ein Dreieck. Da muss doch irgendwas sein. Das ist auch die Tasse, der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Da muss irgendwas sein, der Widerspruch muss ich doch aufheben lassen. Und ich sage, das Verbindeparameter für alles ist der, der sich das ausdenkt.
Suchet euch Klarheit zu verschaffen, wo ihr noch unklar seid, durch Fragen euren Mitmenschen gegenüber. Bittet Gott um rechte Lehrer, die euch wahrheitsgemäß Aufschluss geben können. Und gebet euch nicht zufrieden mit der Darbietung des göttlichen Wortes in einer Form, die zu wenig Gelegenheit gibt zu eurer Entäußerung. Denn nur durch Fragen und Antworten. Ein schönes Wort, die Entäußerung. Du lebst in der Äußerung, im Außen. Und die Entäußerung hebt diesen Zustand wieder auf und du machst dich wieder zum Zentrum von allem. Und das bist du als der, der sich alles ausdenkt. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du, der, der sich's denkt. Was hat der Känguru in Australien, die Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm jetzt gemeinsam? Und der Udo und diese Brösel und der Computer. Egal, was du denkst. Du, dich. Das wird es ohne dich nicht geben. Der Geist ist eben. Worten. Könnet ihr zunehmen an Wissen, weil dann erst das euch Vermittelte an Leben gewinnt und auch dann erst euch anspornt zum Befolgen des göttlichen Willens. Das euch ist natürlich auch schon wieder, deine Logik meint schon fort wieder, die sind mehr, es gibt bloß ein mehr. Das euch super. Fragen? Und das ist das Chat. Das ist das Chat selber. Und dieses Chat, unser Chat, ist ja im Klassischen, wo ich gesagt habe, das wird auch hier als H oft gesetzt. Das soll man hier unten übrigens gar nicht drinstehen. Siehst du, da habe ich nur CH, CK und X. Aber es ist ja hier eindeutig, wenn der Noah, es in vielen deutschen Umschriften bei Luther, der setzt es meistens als H. Also die Tabelle ist bei weitem noch nicht vollkommen. Unser Chat für sich selber, das haben wir in dem Wort Ich. Und dieses Ich ist natürlich ganz interessant, weil mir dieses CH wiederum schreiben wir 3, 5. Die 3, das C. Wählt auch ist G, der dritte Buchstabe und die 5 und dann hast du 3 und 5 ist 8. Und das ist das Chat. Das ist zwar reine Arithmetik. Das können wir dann drehen, das können wir spiegeln. Lasset allzeit den Lehrmeister von Ewigkeit unter euch weilen. Bin ich immer unter euch, ob das glaubt oder nicht. Auf dass er selbst eure Gedanken lenken und euch also unterweisen kann, so dass es euch zum Segen gereiche. Nichts anderes mache ich seit Tausenden von Jahren. Amen. Gut. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Das war gut. So, jetzt lassen wir es gut sein. Wie man immer schon sehen sagt, und jetzt spiel noch eine Runde Leben, du Brösel in deiner Rolle und war sehr aufmerksam. Beobachte dich und sag am besten alle 2 Minuten Cut, was ist jetzt da und warum ist jetzt das da? Schau, wie du werdest, wie du richtest. Das ist diese schöne Aussage. In dem Moment, wo ein neuer Gedanke in dir auftaucht, dann ist der. Er ist einfach nur. Das ist Geist. Geh, ist. Ist das Essen. Dann isst du wieder auf und dann kommt wieder ein neuer Gedanke. Und dann taucht zum Beispiel auch, was ich immer wieder sage, eine Wertung auf. Entweder eine Wertung, die du zwanghaft selber tätigst mit deinem Programm, mit deinem blauen Ich oder irgendein Antagonist in deinem Traum eine Wertung raushaut. Du bist der Einzige, der das erlebt und dann ist diese Wertung. Und ich will jetzt gleich nochmal sagen, was das Schöne ist, wenn du ein wertfreier Beobachter bist. Du bist ja als Brösel, bist du bloß als Intellekt, bist du ein werdender Beobachter. Du kannst gar nicht anders zu reagieren. Es taucht in dir ein Name auf, dann wirst du, ob du willst oder nicht, an irgendwas Bestimmtes denken. Sehr, sehr selektiv und reduziert. Und in dem Moment, wo du diesen Vorgang bei dir selber beobachtest, bist du in einem eigenartigen Zustand, dass wenn jetzt eine einseitige Wertung kommt, siehst du immer das ganze Chat im Hintergrund. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel mein Küchenbeispiel, einer sagt, das ist ein Herd, weißt du sofort, es wird von einer Küche gesprochen. Kann man natürlich jetzt nochmal an der Stufe. Oder machen wir das ein Beispiel. Sobald einer sagt, die Tasse hat den Henkel rechts,
dann weißt du, dass da noch viele Perspektiven gleichzeitig da sein, ohne dass du dir die denkst. Das der offensichtlich nicht weiß, weil er nur Einseitigkeiten sieht. Das ist die Liebe, dieses Liebe deine Feinde, das betone ich immer wieder. Da zählt auch jede Krankheit, jedes Wehwehchen, das ich dir an deinen Körper jetzt auftauchen lasse, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Du hast es nicht zu bekämpfen. Es ist ein Nicht-Haben-Wollen, ist Selbstentheiligung. Ich war hier einen schönen Vortrag jetzt in Bildern, wo ich dieses Krishna, die Kamera Obscura, spreche ich immer wieder an. Da habe ich ganz, ganz, ganz tolle nochmal Vereinfachungen. Das machen wir jetzt aber nicht, um das nochmal klarzulegen, dass du dir das vorstellen kannst. Du musst immer wissen, ich rede von etwas, was überhaupt nicht gedacht werden kann, was nicht vorgestellt werden kann. Das ist zum Beispiel die Erkenntnis, was nichts bedeutet und was eine Kollektion ist. Und du wirst in Kollektionen denken, was du jetzt im Kleinen ja schon magst. Du müsstest dir nur mal in der Selbstbeobachtung klar machen, dass wir in dem Moment, wo ich jetzt was erzähle, du hörst jetzt Worte und jedes Wort spreche ich jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du gehst jetzt zum Beispiel zum Einkaufen und du holst dir eine Milch, weil du dir in deinen Kaffee eine Milch reintust. Da sind jetzt Worte gefallen und dir muss klar sein, dass du nicht bei einem einzigen Wort aus dem Wort eine bildliche Vorstellung machst. Du hörst das Wort Milch, du hörst das Wort Zubehör. Jetzt, um ein Bild zu machen, müsstest du aus der Kiste, aus dem Wort Supermarkt, irgendein Bild machen. Und du merkst jetzt, in der Kiste Supermarkt sind unendlich viele Bilder drin. Du kannst jetzt den Eingang von deinem Supermarkt, wo du normal einkaufst, aber du weißt, nur der Front, der Eingang kann, bei jedem Supermarkt ist der anders. Wir können in den Supermarkt reingehen, egal welche Tüte mir, selbst eine Dose, die wir aufmachen und fotografieren in die offene Dose rein. Diese Fotografie ist in dem Ordner unserer Computerstruktur in dem Wort Supermarkt drin. Aber Supermarkt gibt ja tausende verschiedene Supermärkte, die Untersysteme in den, denk wieder an YouTube. YouTube ist ein Überbegriff und da haben wir natürlich jetzt auch viele Kanäle. Redo Oberhänkle zum Beispiel mit den Ohrenbarungsvideos. Und das sind nur Stufungen, es ist eine Ordnerstruktur von einem Computer und du bist dieser Computer, du bist dieser Computer. Das ist meine Metapher, der träumende Geist ist genau genommen bloß ein Computer, der das, was er in sich selber an Bildern und Geräuschen aufschmeißt und Gefühlen jetzt, er schafft es, anhand der Daten und der Software, die er zurzeit im Arbeitsspeicher drin hat. Da sind aber viele Sachen auch noch auf der Festplatte, aber das erkläre ich ja mit Holofeeling. Es sind immer noch Metaphern und wir hatten jetzt gedacht, gestern. Interessant, G-Quadrat ist ein Stern. Dieser Stern, das ist meine Tetraederspiegelstruktur. Der David-Stern praktisch als dreidimensionales Darstellungskomplex als Metapher hatten wir diese Thematik, aber das wird jetzt wieder zu weit führen, jetzt habe ich wieder so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf, dass ich zuerst einmal sage, ich muss, um mit dir zu kommunizieren, muss ich mit deiner Sprache sprechen. Das heißt, will ich mit einem Computer, der als Betriebssystem Basic hat, kommunizieren, kann ich nur Daten einspielen, die vom Basic gelesen werden. Und dir muss klar sein, selbst wenn du jetzt über das ganze Wissen deiner Menschheit verfügst, das ist für mich basic. Das ist dieses Beispiel mit dem H, mit dem Buchstaben und mit dem Wort. Also ist es extrem reduziert, dass überhaupt du in irgendeiner Art und Weise Vorstellungen kriegst. Das heißt, ich kann ja, und ich rede jetzt einmal Brösel zu Brösel, ich habe eine Vorstellung in meinem Kopf und das kann ich nur verbal momentan mitteilen. Wir bleiben mal rein in den verbalen Bereich. Das heißt, ich drücke mit einem Wort etwas aus und dieses Wort muss in dir dieselbe Vorstellung auslösen. Du wirst aber merken, wenn du den Kontext nicht kennst, ich sage jetzt wieder Krebs, was löst das Wort Krebs in dir aus? Das löst erst was aus, wenn der tiefer liegende Kontext bekannt ist. Und da wirst du merken, die ganzen Diskussionen an Menschen, die in dir auftauchen, die um Standpunkte streiten, egal ob das politische oder religiöse Standpunkte sind, es sind geistlose Affen, die sich noch nie wirklich Gedanken gemacht haben, wer sie selbst sind und was ihre Gedanken sind. Das ist eigentlich der Kern. Wir Physiker nennen das Nucleus, Zellus, der Nucellus, Nucleus, die Nuklonen nuckeln noch an ihren Fläschchen hier. Geistreich denken ist kein Akt von intellektuellem Wissen. Das sind jetzt meine Abschlussworte. Also mach dich nicht körre mit dieser unendlichen Vielwisserei. Wir können gerne mal eine Reise machen in die Atomwissenschaft hier mit unseren Lesch.
Und immer dran denken. Nur weil man was denken kann, heißt es noch lange nicht, dass das deshalb existiert. Da spricht er von Gott. Wie sieht es dann mit dem ganzen Kack aus, wo er hier erzählt an seinen Vorlesungen an der Universität? Mikrokosmos. Mikrokosmos und Makrokosmos, die Welt ist ein riesengroßer Witz. Ja. Und die werden alle untergehen. Die ganzen Gedanken, die ganze Menschheit, das heliozentrische Weltbild, all das geht mit Holofeeling unter. Weil wenn du den Fehler durchschaut hast, wirst du es nicht mehr denken. Es ist abgehauen. Wir blättern um und dann machen wir ein neues Kapitel in unserem Kaputt auf. Ja? Okay? Ja. Was macht Udo jetzt wieder? Patch.